mit zu meinem Arbeitseintrag. Ich bin Katharina Paul, ich bin 20 Jahre alt und bin im dritten Lehrjahr zur Mediengestalterin Digital und Print bei der Allgemeinen Zeitung und News. Morgen. Guten Morgen. Das ist meine Mitauszubildende. Hallo, ich bin Kathleen und wir geben euch einen kleinen Einblick. Ich bin Kathleen, ich bin 21 Jahre alt und mache eine Ausbildung zur Mediengestalterin. Ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr. An meinem Beruf finde ich gut, dass ich die Möglichkeit habe, Zeitungsartikel und Zeitungsseiten zu gestalten. Und wenn es dann gedruckt wird und man die Zeitung aufschlägt und sein Produkt sieht, ist man einfach nur stolz, was man da so alles hinbekommen hat und gestaltet hat. Ja, es war sofort eine Sympathie da und es war nicht so, dass man irgendwie Angst hatte, irgendwas falsch zu machen, weil man sofort super nett aufgenommen wurde und jeder wollte einem helfen und hat einem geholfen und ja, dieser Zusammenhalt bei den Kollegen, der ist halt einfach wirklich echt stark und ja, ich bin richtig, richtig glücklich, dass ich da gelandet bin und möchte das Gefühl auch nicht mehr missen. So, wollen wir uns eben mal kurz zusammensetzen und über das Ausbildungsmagazin sprechen? Ja. Ja, Ausbildungsmagazin. Wie weit seid ihr? Schaut's aus. Ja. Unser Büro ist nur ein Katzensprung von der Produktionshalle und von den Plattenmachern entfernt. Ein Printprodukt wie unser Ausbildungsmagazin entsteht in den Adobe-Programmen. Hiermit lassen wir Texte einfließen und platzieren Bilder. Wichtig ist, das Zusammenspiel zwischen Text und Bild gut darzustellen. Dabei müssen wir darauf achten, keinen Überlauftext zu haben und diesen zur Not kürzen zu lassen. Für die Bearbeitung von Bildern benötigen wir Photoshop. Nachdem die Arbeiten am Produkt fertiggestellt sind, gehen wir in die Produktionsbesprechung mit unserer Ausbilderin Katrin Schulmeister. Dort gehen wir die Gestaltung durch und besprechen noch weitere Details. Nun setzen wir uns daran, die letzten Korrekturen auszuführen und das Produkt druckfertig zu machen.